Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen hier bei unserem Online-Gottesdienst bei Saddleback Berlin. Mein Name ist Toni und ich bin der Pastor hier und ich freue mich so sehr, dass ihr heute bei uns seid. Heute nur online an diesem Morgen, weil in unserer Location gerade eine andere Veranstaltung ist. Aber heute Abend, da können wir dort auch uns wieder sehen und zusammen Lobpreis feiern bei unserer Night of Worship. Unsere Worship-Band probt gerade dafür. Mehr dazu gleich. Weil wir aber heute Abend viele Songs singen werden, die wir auch normalerweise im Gottesdienst singen, habe ich mir für heute Morgen was ganz Besonderes überlegt. Und zwar werden wir Lobpreismusik haben aus dem neuen Album von Saddleback Worship. Das neue Album heißt Alive and Well und das kann man unter anderem auf Spotify oder iTunes sich anhören. Dieses Album ist ein ganz besonderes Album, weil es während dieser Pandemie entstanden ist, als auch das Worship-Team von Saddleback zu Hause war und mit ganz vielen Emotionen und Gefühlen zu kämpfen hatte. Und genau diese Emotionen und Gefühle und dieser Glaube an Gott, der ist in diesem Album wirklich unmittelbar zu spüren. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute ein paar Songs aus diesem neuen Album singen werden und ich hoffe, dass sie euch gefallen. Also steht gerne auf, hebt eure Hände oder macht all das, was ihr normalerweise macht, während wir Lobpreis feiern. Und genau das tun wir jetzt. Also lasst uns gemeinsam miteinander singen. Saddleback Family, so good to see you. How you doing? Come on, let's stay, let's worship together. The psalm says, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. That's what we're going to do tonight. We're going to worship the Lord. Come on. We sing. You come upon the dawn with grace, breathing life into this day. It's filling my lungs. It's leading to praise. Leading to praise. Here we go. Spirits move.
Lasst uns beten. Herr, wir sind unglaublich dankbar für diesen Morgen, für diesen Sonntag, dafür, dass wir Kirche feiern können, auch wenn wir heute in ganz vielen verschiedenen Orten sind. Wir sind dankbar dafür, dass du uns durch diese Pandemie führst, dass du uns Weisheit und Stärke gibst in diesen stressigen Zeiten. Wir sind auch dankbar dafür, dass wir vor deinen Thron kommen können mit ausgebreiteten Händen und dir sagen können, Gott, ich gehöre zu dir. Gott, dein Wille soll geschehen und dein Königreich soll kommen und bitte statte mich dafür aus, gib mir die Kraft und gib mir die Weisheit, um genau bei diesem Ziel mitzuhelfen. Und so bete ich, dass du heute bei uns bist, dass du alle Räume erfüllst, in denen dieser Gottesdienst jetzt ausgestrahlt wird. Gott, wir danken dir für diesen Sonntag. In deinem Namen. Amen. So, I want to invite you to do something. If you're not comfortable, that's okay. But I want to invite you to raise your hands like this. This is a posture of surrender. This is a posture that says, I can't do it on my own, Lord. I can't carry it on my own. This is a posture that says, to you be the glory in the church and in the earth. To you be the glory forever and ever. Amen. Lord, we are not about just singing new songs. We're about giving you the glory you deserve. We're about joining with heaven on earth as it is in heaven. We're about saying you're holy, you're holy, you're holy, you're holy, you're worthy, you're worthy. And God, as we sing, would faith rise up in this place? Would our hearts begin to be renewed? Would we begin to be revived? Would we begin to be transformed by your Spirit? Oh, glory to you, O Lord. Be magnified. Come on. Let our praises be a crowd. Let the heavens hear the sound. Be glorified. The one who was and is to come. Receive the honor, Holy One. From life to death and in new life, be magnified. Come on, church family, we sing that together. Be magnified, come on. Be magnified, cause you're worthy. Let our praises be your cry. Let the heavens hear your sound. Glorified, the one who was and is to come, receive the honor, Holy One, from life to death and in new life, be magnified, be magnified. Wrapped in glory, by your love, our night is turned to morning. Souls awake to see your perfect.
Of your mercy, and we won't take it lightly, the weight of your cross, the depth of your love. Come on, we recognize today, we won't take for granted the scars of your sacrifice, the price of your gift. Won't take for granted the grace that we bring. We're forgiven and free. Yes, we're free today. Hey. Your life laid down and your love poured out. Hallelujah.
could we ever praise you enough for all you've done for us? To the young, to the old, Christ, you came for all. To the rich and to the poor, Christ, you came for all. To the ends of the earth, for the whole world, Christ, you came for all. If you believe he came for you, he came for us. Let's sing it loud. Come on. And to the young, to the old, Christ, you came to the for rich all. And the poor. To the rich, yes. To the poor. Oh, Lord. Christ, you he came for all. Every single one to of us. End, oh, to the ends of the earth. For the whole world. Christ, you came for all. Christ, you came for all. Your life laid down and your love. Come on, church. Hallo zurück, Pastor Toni hier wieder und ich hoffe, euch hat die Musik gefallen, dieser Lobpreis von Saddleback Worship. Wie bereits angekündigt, werden wir heute Abend unseren Night of Worship haben. Das sind über eine Stunde Lobpreis. Wir werden ein Mitglied aus unserer Gemeinde haben, die ihr Zeugnis teilen wird. Und ich werde eine Andacht geben zum Thema, was ist das Herz von Anbetung? Und ich hoffe, dass ihr dabei seid, wenn ihr euch noch keinen Platz reserviert habt. Dann schaut doch gerne nach bei saddleback.berlin/visit auf unserer Visit-Subpage, ob da noch Plätze verfügbar sind und meldet euch gerne noch an. Wenn das nicht der Fall ist, dann könnt ihr unsere Night of Worship aber auch per Livestream gucken auf unserer Watchpage auf saddleback.berlin oder dann etwas später auch bei YouTube. Also wir haben eine ganze Menge für euch vorbereitet und ich freue mich insbesondere, dass wir auch einen afrikanischen Lobpreischor dabei haben und bin unglaublich gespannt, was die mit uns machen werden. Eine zweite Nachricht, die ich für euch habe und die gilt für alle Männer da draußen. Unsere Frauen treffen sich ja relativ regelmäßig auch zu Women's Night Out und so weiter. Und nun sind auch die Männer dran. Am 29. Oktober wollen wir uns als Männer gemeinsam treffen und einfach Spaß und Gemeinschaft haben. Und wir wollen Bowling spielen. Und zwar wird das stattfinden in der Bowling World am Mercedes-Platz in der Nähe der Mercedes-Benz-Arena. Schau gerne nach auf unserer Event-Page unter saddleback.berlin/events, um mehr darüber zu erfahren. Und melde dich gerne an.
an hello@zetterberg.de. Sag uns gerne, dass du kommst, dass wir ein bisschen besser planen können, wie viele Leute und wie viele Bahnen wir brauchen. Ein weiteres Event, das ich vor 2 Wochen schon mal angekündigt habe, das ist unsere Gemeindeversammlung. Die wird am 7. November nach dem Gottesdienst stattfinden bei Colonia Nova. Und die Gemeindeversammlung dient dazu, eure Fragen zu beantworten. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder auch Fragen bekommen, auch Wünsche bekommen und Träume bekommen. In all den Meetings, die wir hatten, haben wir immer wieder diese Fragen gestellt. Hey, welche Fragen habt ihr? Welche Träume habt ihr? Welche Wünsche habt ihr? Und einige dieser Fragen wollen wir auf dieser Gemeindeversammlung auch beantworten. Fragen wie, wer sind die Elders der Gemeinde? Welche Teams gibt es hier, die Entscheidungen in der Gemeinde treffen? Oder was passiert mit dem Geld? Wie sieht das Budget aus? Das alles in der Gemeindeversammlung. Wenn ihr Mitglied seid oder regelmäßig spendet, dann werden wir auch eine Information für euch haben, wenn ihr nicht dazukommen könnt. Das heißt, wir werden euch dann entsprechend informieren. Es gibt noch wesentlich mehr Dinge, von denen ich euch erzählen könnte, die in unserer Gemeinde gerade passieren. Dinge, die wir vorhaben und Dinge, die wir gerade machen. Das kann ich nicht immer alles im Gottesdienst erzählen, also meldet euch sehr, sehr gerne für unseren Newsletter an. Das geht auf zetterberg.berlin/newsletter oder einfach auf unserer Connect-Page, da gibt es einen Newsletter-Button, da könnt ihr einfach raufgehen. Folgt uns auch gerne auf Facebook und Instagram und dann seid ihr immer informiert über all das, was passiert. Und jetzt freue ich mich darauf, dass wir eine Predigt von Pastor Tom Holliday haben, einer der Teaching-Pastoren bei Zetterberg. Und er wird darüber sprechen, wie ihr durch Dinge durchkommt, durch Situationen durchkommt, die richtig schwierig sind, ohne dabei den Glauben zu verlieren. Und ich weiß, dass diese Predigt ganz viele von euch heute hören müssen und freue mich jetzt an Pastor Tom zu übergeben. Hallo Saddleback-Familie, bitte nehmt Platz, wo immer ihr auch seid. Wenn ihr online dabei seid, auf welchem Campus ihr auch immer zuhört. Wir sind beim letzten Teil unserer Predigtreihe über Strategien für stressige Zeiten angelangt. Ich beginne damit, dass wir uns gemeinsam die Verheißung anschauen, die Gott uns allen im Buch der Psalmen gibt. Psalm 146, Vers 8. Dort steht: Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Dieses Wort niedergeschlagen beschreibt, wie wir uns in belastenden Zeiten fühlen. Wenn man niedergeschlagen ist, fühlt sich vieles von dem, was wir tun, noch schwieriger an, als es schon ist. Kennst du das? Ich will damit sagen, es ist dir klar, dass es schwierig ist, aber es fühlt sich dann noch schwieriger an, als du dachtest. Du fühlst dich dann wirklich bedrückt. Du stehst unter Druck. Du empfindest in belastenden Zeiten die Welt schwerer, als sie ist. Als ich dieses Wort niedergeschlagen gesehen habe, musste ich an so manche Wanderung denken, die ich mit einigen Pfadfindern in den Redwoods unternommen habe, wo ich aufgewachsen bin. Wir machten diese 2- oder 3-Tagestouren und die meisten von uns trugen einen 18-Kilo-Rucksack für all die Sachen, die wir so brauchten. Ich werde nie vergessen, wie ein neuer Junge auftauchte. Er kam mit einem Rucksack, der fast so groß war wie er selbst. Der Rucksack war nicht besonders groß, aber der Junge war es eben auch nicht. Stell dir einen 25-Kilo-Jungen vor, der einen 18-Kilo-Rucksack trägt. Ich muss sagen, er hielt anfangs ziemlich gut mit. Aber als wir den ersten Hügel anstiegen, fiel er rückwärts um wie ein Dominostein. Sein Rucksack war nämlich oben am schwersten beladen. Wir heben ihn also auf, er steigt den Hügel wieder hoch, bumm, fällt wieder um. Wir nahmen also seinen Rucksack, packten alles aus und einige von uns nahmen ihm einen Teil des Gewichts ab. Denn sonst wäre es eine sehr lange Wanderung geworden und wir wollten einfach weiter. Wir waren nicht besonders mitfühlend, wir wollten einfach nur weiter. Aber das ist ein Bild dafür, wie sich viele von uns in stressigen Zeiten fühlen. Du hast das Gefühl, eine schwere Last zu tragen. Und wenn nur noch eine Sache dazukommt, falle ich um. Ich schaffe es kaum noch. Doch hier ist Gottes Versprechen. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind.
Wenn du niedergeschlagen bist, brauchst du jemanden, der dich aufrichtet. Und Gott sagt, ich werde das tun. Wir haben uns in den letzten Wochen in dieser Predigtreihe angeschaut, wie Gott uns verspricht, uns aufzurichten. Und wir haben festgestellt, dass diese Strategie im Ganzen betrachtet zwei entscheidende Teile beinhaltet. Um belastende Zeiten zu überstehen, muss man nämlich erstens mit Verletzungen umgehen lernen. Man muss sich damit auseinandersetzen. Man kann nicht so tun, als ob es diese Verletzungen einfach nicht gäbe. Zweitens musst du das Leben führen, für das dich Gott geschaffen hat. Das sind die beiden wesentlichen Punkte der Strategie. Du musst dich mit den Verletzungen auseinandersetzen. Wir haben darüber gesprochen, wie man mit Kummer, Veränderungen, Schmerz, Druck und Problemen umgeht, die den Stress verursachen. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass man das Leben führen muss, für das Gott einen geschaffen hat. Lebe das belastbare, das glückliche, unbeschwerte Leben. Wir haben über ein dienendes, ein Leben voller Hoffnung, ein Leben im Vertrauen auf Gott und seinen neuen Plan für dich gesprochen. Als Abschluss wollen wir an diesem Wochenende über das Leben im Glauben sprechen. Wie findest du den Glauben, der dir hilft, im Leben zu bestehen? In Wahrheit gibt es keinen Glauben, der so groß wäre, dass er ohne Hoffnung auf Gottes Heilung deine Verletzungen auskommt. Manchmal hört man Leute sagen, ich habe so viel Glauben, ich habe keine Probleme. Das ist einfach nicht wahr. So was nennt man nicht Glauben, sondern die Augen vor der Wahrheit verschließen. Es gibt keinen Glauben, der so groß ist, dass er nicht bei Gott nach Heilung für unsere Probleme fragen muss. Aber es gibt auch kein Leid, das so groß ist, dass es das Leben rauben kann, das Gott für uns vorgesehen hat. Und genau darum geht es, wenn wir uns ein Leben im Glauben anschauen. Jemand, der uns etwas über so ein Glaubensleben beibringen kann, ist Abraham. Abraham war in seinem Leben enormen Belastungen ausgesetzt. Und am Ende nannte Gott ihn den Vater unseres Glaubens. Gott stellt ihn auf einen der ersten Plätze in Hebräer 11, das ja auch das Kapitel des Glaubens genannt wird. In diesem Kapitel geht es um eine Reihe von Menschen, die aus dem Glauben leben. Und Abraham, als Vater unseres Glaubens, ist ganz vorne mit dabei. Wir gehen gemeinsam durch, was Gott über ihn in Hebräer 11 sagt. Und dabei erkennen wir vier Teile dieser Strategie, wie man in stressigen Zeiten im Glauben lebt. Was muss man also tun? Die Nummer eins für den Glauben, der dich durchhalten lässt, ist erstens, geh im Glauben los. Geh los. Der Glaube beginnt damit, aus dem, was die Welt um dich herum dir aufzwingen will, herauszutreten und dich auf das Leben einzulassen, das Gott für dich bereithält, genauso wie Abraham. Hebräer 11, Vers 8. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Nochmal zum Hintergrund von Abraham. Abraham lebte weit weg von diesem verheißenen Land, Kanaan, in das er ziehen wird. Er hat ein erfolgreiches Leben. Seine Familie steht gut da. Er hat ein erfolgreiches Geschäft, das er als Familienunternehmen führt. Und plötzlich ruft Gott ihn und sagt, ich möchte, dass du in einen Ort gehst, den du nie zuvor gesehen hast. Ein Ort, von dem du nicht mal weißt, wo er liegt. Gott, wo ist das? Hat Abraham vielleicht gedacht. Auf der anderen Seite des Tals? Ein neues Haus, wo ich umziehen soll? Gott sagt, dieser Ort heißt Kanaan. Abraham hat noch nie von diesem Ort gehört. Er weiß nicht einmal, wie man dorthin kommt. Und er kennt auch keinen, der je an diesem Ort gewesen ist. Die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, womit ich dies vergleichen könnte, ist, dass jemand sagen würde, zieh morgen auf den Mars. Das beschreibt es ungefähr. Ein Ort, von dem man nicht mal wusste, wie man dort leben oder überleben würde. Von dem er keine Ahnung hatte, wie man dorthin kommen könnte. Und die Bibel sagt, dass er gehorchte und ging. Im Glauben machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er ihn führen würde. Dieser Satz ist die Definition von schwierigen Zeiten. Wenn man dem Unbekannten gegenübersteht und nicht weiß, wohin es als nächstes geht, dann steht man unter Druck. Nichts stresst uns mehr als das Unbekannte. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir alles im Griff haben und wir wissen, was als nächstes im Leben auf uns zukommt, dann sind wir entspannt. Aber wenn man nicht weiß, was als nächstes passiert, ist man gestresst. Die Macht des Unbekannten kann uns überwältigen. Das Unbekannte kann dich dort erstarren lassen, wo du bist. Aber in Wahrheit sind du und ich als menschliche Wesen nicht dazu gemacht, unverändert zu bleiben. Gott hat uns geschaffen, damit wir wachsen, damit wir uns verändern. Er hat uns geschaffen, um Veränderungen in unser Leben einzubauen. Pastor Anthony hat letzte Woche darüber gesprochen und falls du diese Predigt nicht gehört hast, hör es dir an, wie du einen neuen Glaubensschritt tun kannst. Wie macht man einen Schritt des Glaubens, wenn man nicht weiß, was als nächstes kommt? Abraham lehrt uns zwei Dinge zu tun,
Wenn du diese beiden Dinge nicht befolgst, bezweifle ich, dass du je einen Schritt im Glauben machen wirst. Das sind die beiden Dinge, die man tun soll, um ins Unbekannte hinauszugehen. Schreib das bitte auf. Erstens, schau auf den ersten Schritt, nicht auf die ganze Reise. Schau auf den ersten Schritt, nicht auf die ganze Reise. Wenn sich Abraham über alles Gedanken gemacht hätte, was ihm hätte passieren können, bevor er sich entschied, aufzubrechen, dann wäre er nie aufgebrochen. Wenn du auf die ganze Reise schaust, wirst du nie den ersten Schritt tun. Und gerade wenn Gott uns die ganze Reise zeigen würde, dann würden wir uns so sehr davor fürchten, dass wir nie den ersten Schritt tun würden. Es wäre uns viel zu viel. Wenn Gott Abraham alles gezeigt hätte, was in seinem Leben geschehen würde, hätte er wohl kaum den ersten Schritt gewagt. Er ging einfach Schritt für Schritt voran. Was will ich damit sagen? Der Glaubensweg deines Lebens ist keine Landkarte. Es ist keine Landkarte, es ist eine Beziehung. Keine Karte, mit der man einen Familienausflug zum Yellowstone plant, jeden Halt einzeichnet, wo man übernachtet, wo man isst, was alles passieren könnte und dann denkt, super, ich habe alles im Griff. So funktioniert der Glaube nicht. Glaube ist eine Beziehung zu Gott. Du wachst jeden Morgen auf und fragst Gott, was ist als nächstes dran? Und du hörst, wie Gott sagt, das ist der Glaubensschritt, den du als nächstes gehen sollst. Ein Glaubensschritt nach dem anderen. Manchmal wirst du wach und fragst, Gott, was kommt als nächstes? Und Gott sagt, alles in Ordnung, geh einfach weiter wie bisher. Er wird an vielen Tagen sagen, dass du einfach weitermachen sollst. Du lebst ein Leben im Glauben. Du vertraust Gott Schritt für Schritt. Es gehört schon ein bisschen Demut dazu, das zuzugeben, aber in Wahrheit sind wir in mancher Hinsicht wie geistliche Kleinkinder, wenn es darum geht, ein Leben im Glauben zu leben. Wir können immer nur einen Schritt nach dem anderen gehen. Wenn Kinder mit dem Laufen anfangen, dann machen sie einen Schritt und dann noch einen und noch einen und so laufen Kleinkinder. Und manchmal versuchen sie, fünf Schritte auf einmal zu machen und dann fallen sie auf die Nase, weil sie keine fünf Schritte auf einmal machen können. Sie können nur Schritt für Schritt vorangehen. Ich muss zugeben, dass ich, selbst nach vielen Jahren in der Nachfolge, noch ein geistliches Kleinkind bin. Ich kann immer nur einen Schritt auf einmal machen. Schau auf diesen Schritt, den nächsten Schritt, den du gehen sollst. Abraham gehorchte und ging dorthin, wohin er gerufen wurde. Ich möchte dir eine Frage stellen. Was ist der nächste Schritt in deinem Leben? Was hat Gott gesagt, was er von dir erwartet? Was hat er dir vor langer Zeit schon gesagt, was er von dir erwartet? Du hast diesen Schritt noch nicht getan. Wartest du auf ein besseres Angebot? Oder darauf, dass Gott seine Meinung ändert? Er kennt den nächsten besten Schritt in deinem Leben. Geh diesen Schritt. Ich weiß, dass einige von euch Angst davor haben. Ich weiß, dass einige von euch nicht wissen, wohin sie gehen sollen. Ihr wollt dort gar nicht hin, aber wenn du den ersten Schritt gehst und nicht auf den ganzen Weg schaust, dann trittst du in das Leben ein, das Gott für dich bereithält. Also schau auf den ersten Schritt, nicht auf den ganzen Weg. Das Zweite, was du tun sollst, um ein Leben im Glauben zu führen, um Glaubensschritte zu gehen, ist, schau auf Gott, nicht auf dich selbst. Schau auf Gott, nicht auf dich selbst. Abraham vertraute einem Gott, der mehr über das Leben wusste als er selbst. Abraham wusste nicht, wohin er gehen würde, doch Gott wusste es. Und das glich Abrahams Unwissenheit mehr als genug aus. Wenn du das Gefühl hast, ich habe es nicht drauf, dieses Glaubensleben zu führen, ich habe es einfach nicht drauf, diese Art von Glaubensschritten zu tun, ich würde sagen, daran kannst du erkennen, dass du bereit dafür bist. Wenn du denkst, du hast alles im Griff, dann führst du kein Leben im Glauben, sondern dein eigenes Leben, ein Leben, das du leben kannst. Wenn du erkennst, dass du es nicht alleine schaffst, sondern du stattdessen diesen Glaubensschritt tust, dann ist das das Leben im Glauben. Wenn du nur das tust, was du dir zutraust, dann tust du auch nur genau das. Wenn du aber tust, was Gott von dir fordert, dann lebst du das Leben im Glauben. Du beginnst das zu tun, was nur Gott in deinem Leben tun kann. Dann weißt du, dass du aus dem Glauben lebst. Doch um das tun zu können, musst du von dir wegschauen. Du musst deine Augen auf Gott richten. Du musst das tun, worüber Hebräer 12, Vers 2 spricht. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Wenn du auf dich selbst schaust, auf deine Fähigkeiten, auf das, was du schaffen kannst, auf das, was früher passiert ist, wirst du niemals diesen Glaubensschritt gehen. Oder du schaust auf Jesus, auf seine Liebe zu dir, seinen Plan für dich, seine Verheißungen, die er dir gibt. Wenn du in seine Augen schaust und das alles siehst,
Dann bekommst du die Kraft, diesen Glaubensschritt zu tun. Du gehst im Glauben voran. Das ist das Erste, aber nur das Erste, was wir von Abraham lernen können. Zweitens, um ein Leben im Glauben, in belastenden Zeiten führen zu können, zweitens, bleibe im Glauben. Es ist eine Sache, den ersten Schritt zu tun. Es ist eine andere Sache, den Kurs zu halten. Abraham zieht an diesen neuen Ort. Und Gott sagt, dass es das verheißene Land sein wird, aber es ist ein fremdes Land. Es ist dort nichts vorbereitet, es gibt keine Infrastruktur. Er kann nicht einfach nach dem nächsten Drive-In fragen. Es gibt dort nichts. Er musste in Zelten leben. Es gab keine Häuser, in denen er hätte leben können. Er muss mehr als einmal gedacht haben, das ist das gelobte Land? Dafür habe ich alles verlassen? Die Bibel sagt in Hebräer 11, Verse 9 bis 10, durch Glauben wanderte er aus ins Land der Verheißung, ein Land, das ihm fremd war, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt mit den festen Fundamenten, deren Planer und Erbauer Gott ist. Durch den Glauben bleibst du. Beim Glauben geht es nicht nur darum, zu lernen, wie man in das verheißene Land kommt. Glaube bedeutet, zu lernen, wie man im verheißenen Land leben kann. Glaube bedeutet, an dem Ort zu bleiben, an den Gott dich gebracht hat. Abraham zog dorthin. Und als er in das verheißene Land einzog, in das Gott ihn gesandt hatte, da sah er sich sofort zwei Dingen gegenüber: Hungersnot und Kanaanitern. Es gibt nicht genug Nahrung und die Kanaaniter, die bereits dort lebten, sind Feinde, die ihn dort nicht wollten. Also nicht genug Ressourcen, Hungersnot und zu viele Hindernisse, Kanaaniter. Das ist das Erste, was er in diesem verheißenen Land vorfindet. Im Glauben leben heißt, dass du bleibst. Selbst inmitten der Probleme, selbst inmitten des Mangels an Ressourcen bleibst du. Ich werde aus dem Glauben leben, hier will Gott mich haben, ich bleibe, solange er mich hier lässt. Manche sagen, ich werde im Glauben leben, und sie meinen, wenn ich wirklich im Glauben lebe, wird es keine Probleme geben. Oder zumindest nicht ganz so viele. Hast du schon mal die Bibel gelesen? Schau dir mal das Leben der Menschen dort an und wie viele Probleme sie hatten. Hast du dir die Geschichte der Christen über die Jahrtausende hinweg angesehen? Hast du mit deinen Freunden gesprochen? Es gibt keinen Zweifel, dass es in jedem Leben Probleme geben wird. Die Frage ist nur, mit welcher Art von Problemen willst du leben? Willst du mit den Problemen leben, die mit deinem Leben einhergehen? Dem Leben, in dem du feststeckst? Dem Leben, in dem du bleibst, wo du bist? Oder willst du die Probleme haben, die mit dem Glaubensleben einhergehen? Das Leben, das Gott für dich hat. Glaube bedeutet, dass du bleibst und du bleibst im Glauben, während du bleibst. Viel zu oft wird aus einem anfänglichen Glaubensschritt eine lebenslange Routine. Ein Paar heiratet also, hat Träume, wie Gott durch ihre Ehe wirken wird und was sie tun werden, um die Welt zu verändern. Aber dann geht die Liebe in eine regelmäßige Routine über, eine stumpfe, langweilige Routine. Oder man gründet ein Unternehmen und man will damit die Welt verändern oder etwas für die eigenen Arbeitnehmer bewirken. Aber schon bald wird aus dem Traum nur noch eine Plackerei. Oder du hast diese frische, echte Hingabe für Christus und du willst ihm dein ganzes Leben widmen. Und dann gibst du dich doch mit einem durchschnittlichen Leben zufrieden, statt mit dem Leben in Fülle. Wie bleibst du also an dem Ort des Glaubens? Und was ist das Geheimnis dabei? Ehrlich gesagt besteht das Geheimnis darin, zu erkennen, dass ein großer Teil des Lebens Routine ist. Ja, man geht raus, es gibt aufregende Momente, so wie diesen, aber dann gibt es eine Menge Routine-Dinge, die wir durchmachen müssen. Und das Geheimnis ist nicht, die Routine in deinem Leben loszuwerden. Die haben wir alle. Das Geheimnis ist, zu lernen, in den Routinemomenten des Lebens Glauben zu haben. Zu lernen, die Art von Glauben zu haben, die in den Kämpfen des Lebens bleibt. Ja, du hast Glauben, wenn ihr gemeinsam beschließt, ein Baby zu bekommen. Aber du hast auch Glauben, wenn du Windeln wechselst und mitten in der Nacht aufstehen musst. Du bleibst im Glauben. Ja, du hast Glauben, wenn du einen neuen Traum in Angriff nimmst. Aber du hast auch Glauben, wenn du dich den Hindernissen und der täglichen Arbeit stellst, die mit jedem Traum einhergehen. Du hast einen beständigen Glauben. Du hast einen Anfangsglauben und einen bleibenden Glauben. Und Abraham lehrt uns diese lebenswichtige Wahrheit darüber, woher man die Motivation nimmt, Tag für Tag in der Routine des Lebens Glauben zu haben, die Kraft zu bleiben. Schau nochmal auf Vers 10. Dort heißt es, denn er wartete auf die Stadt mit den festen Fundamenten, deren Planer und Erbauer Gott ist.
Also schreib dir das auf. Hier findest du die Kraft zum Durchhalten. Baue deine Gegenwart auf dem Fundament der Zukunft. Baue deine Gegenwart nicht auf der Vergangenheit oder gar auf der Gegenwart auf. Baue sie auf die Hoffnung für die Zukunft. Man kann nicht auf die Fundamente der Vergangenheit bauen. Glaube bedeutet, dass man auf das Fundament dessen bauen muss, was Gott in der Zukunft tun wird. Wir bauen nicht auf die Vergangenheit, auf die Zukunft bauen wir. Du erkennst zum Beispiel, dass deine Entscheidung, Glauben zu haben, selbst in der Routine, etwas in der Zukunft aufbaut. Ich habe durch die Routine des Lebens einen Glauben, der etwas in meinem Charakter aufbaut, das für immer Bestand haben wird. Es wird Auswirkungen auf die Menschen um mich herum haben. Das baut einen Charakter in meinem Leben, der von einer ewigen Qualität ist. Das baut Glauben, Hoffnung und Liebe im Leben anderer Menschen, was sie nie enttäuschen wird. Ich weiß, dass einige von euch denken, ich wünschte, ich hätte ein stärkeres Fundament, auf dem ich aufbauen könnte. Du siehst Menschen, die eine gläubige Familie haben oder sogar Generationen von Gläubigen. Und du denkst, ich wünschte, ich hätte diese Art von Fundament für meinen Glauben. Ich will dir sagen, dass du das hast. Du hast ein starkes Fundament für deinen Glauben. Aber dein Fundament liegt nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft. Es liegt in der Hoffnung, die du in Jesus Christus hast. Bevor wir diesen Punkt verlassen, möchte ich noch etwas zu uns als Gemeinde, als Saddleback Church, sagen. Nochmal zu Hebräer 11, Vers 9. Ist euch dieser Satz aufgefallen? Er wohnte in Zelten. Das ist unsere Geschichte, Saddleback Church. Das ist die Geschichte unserer Gemeinde. Wir haben in Zelten gelebt. Wir haben in einem Zelt angefangen, als es nur einen Campus gab. Und jetzt haben mehrere unserer Standorte in Zelten gelebt, als sie anfingen und als sie Covid und andere Dinge durchlebten. Ich habe diese Woche eine Liste bekommen. Und wenn ich also über diejenigen von uns spreche, die in Zelten gelebt haben, dann meine ich euch. Irvine North and Irvine South. And Brea, and Anaheim, and San Diego, and Newport Mesa, and Saddleback LA, and Saddleback San Clemente. And today, und heute, Saddleback Espanol, sitzt ihr gerade in einem Zelt. Und Saddleback Lake Forest, ihr sitzt immer noch in einem Zelt, nach all den Jahren. Und das Zelt hat diese Woche noch nicht einmal alle Seiten und Dächer. Wir leben immer noch in einem Zelt. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass ihr eine Gemeinde seid, die hier ist, um zu bleiben. Wir sind hier, um zu bleiben, auch wenn das bedeutet, in Zelten zu leben, weil uns die Gemeinschaft wichtig ist, weil uns Christus wichtig ist. Wir wollen seine Liebe miteinander und mit allen, die uns umgeben, teilen. Im Glauben bleibst du, im Glauben gehst du hinaus, im Glauben bleibst du. Und Nummer drei, danach sehen wir uns, durch Glauben bist du erfolgreich. Eines der größten Versprechen Gottes an Abraham war, dass er seine Nachkommen segnen würde, dass seine Familie im Laufe der Generation so viele Nachkommen haben würde, wie die Sterne am Himmel. Gott gibt Abraham sein Versprechen und dann warten er und seine Frau Sarah auf ihr erstes Kind. Und sie warten und warten und warten und sie warten über 25 Jahre lang. Und dann wird endlich Isaak geboren. Abraham ist 100 Jahre alt. Sarah ist 90 Jahre alt, als Isaak geboren wird. Das ist ein echtes Wunder. Die Bibel sagt in Hebräer 11, Vers 11 und 12, durch den Glauben konnte Sarah mit Abraham ein Kind bekommen, obwohl beide zu alt waren und obwohl Sarah unfruchtbar war. Denn er glaubte, dass Gott sein Versprechen halten würde. Und so stammt ein ganzes Volk von diesem einen Mann, Abraham, der schon zu alt war, um noch Kinder zu zeugen. Würdest du gerne so beschrieben werden? Schon zu alt? Und dieses Volk ist so groß wie die Zahl der Sterne am Himmel und wie die Sandkörner am Meer, die man unmöglich zählen kann. Dies war ein unglaublicher Erfolg des Glaubens. Wie kam dieser Glaubenserfolg in Abrahams und Sarahs Leben? Worüber wir in den nächsten Minuten sprechen werden, ist vielleicht das, worauf ich mich an diesem Wochenende am meisten gefreut habe. Denn ich habe das Gefühl, dass ich mit so vielen Menschen spreche, die es aufgrund ihrer Schwierigkeiten abgeschrieben haben, ein großartiges Glaubensleben zu führen. Sie haben das Gefühl, sie könnten so eine Art von Glauben einfach nicht haben. Einen Glauben wie Abraham oder Pastor Rick oder den Glauben deiner Eltern oder deines besten Freundes. Ich meine, ich kann versuchen, Glauben zu haben, aber ich kann nicht diese Art von Glauben haben. Wir neigen manchmal dazu, den Glauben zu verherrlichen und nur die Erfolge zu sehen und nicht die Kämpfe, die diese Menschen haben. Als ob es eine Art von Glauben gäbe, bei dem du keine Zweifel hast, bei dem du 10-mal am Tag eine Andacht hältst, ohne zu versagen, und bei dem du jeden Morgen mit einem heiligen Lächeln auf dem Gesicht aufwachst.
So funktioniert das nicht. Jeder einzelne Mensch, der glaubt, hat mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Ich möchte also durch das Leben von Abraham und Sarah gehen und dir zeigen, wie diese Art von Glauben wirklich aussieht. Abraham ist der Vater unseres Glaubens. Er ist das größte Beispiel für den Glauben in der Bibel. Schau dir an, womit er zu kämpfen hatte, um an diesen Ort des Glaubens zu gelangen. In der Bibel werden drei Söhne in Abrahams Leben erwähnt. Eliezer in 1. Mose 15, Ismael in 1. Mose 16 und Isaak in 1. Mose 21. Und diese drei verschiedenen Söhne sind drei Arten, wie du und ich reagieren, kämpfen um den Ort des Glaubens. Wir reagieren, während wir darauf warten, dass sich Gottes Verheißung in unserem Leben erfüllt. Erinnerst du dich, Gott hatte gesagt, deine Familie wird so zahlreich sein wie die Sterne. Aber sie haben keine Kinder. Sie warten und warten. Und dann kommen diese drei Söhne daher. Zuerst ist da Eliezer. Und er ist ein Beispiel für unsere Entscheidung, unseren eigenen Willen durchzusetzen, indem wir sagen, ich muss mich mit weniger zufrieden geben. Abraham und Sarah hatten einen hochrangigen Diener in ihrem Haus, eine Art Hausverwalter namens Eliezer. Nachdem sie jahrelang auf ein Kind gewartet hatten, hatte Abraham diese großartige Idee. Er geht zu Gott und sagt, Gott, ich hab's, eine tolle Idee. Wie wäre es mit Eliezer? Er wird mein Sohn. Und das passt zu den damaligen Rechtsgrundsätzen. Wenn du keine Kinder hattest, konnte der Hausverwalter alles im Haus erben. Und es war so, als wäre er der erstgeborene Sohn. Also Gott, hier möchte ich dir Eliezer präsentieren. Er wird derjenige sein, der mein Sohn ist. Er ist der Verheißene, von dem du gesagt hast, dass er kommen wird. Interessant ist, dass der Name Eliezer eigentlich Gott ist meine Hilfe bedeutet. Aber Abraham dreht ihn um und sagt, ich werde dir helfen, Gott. Ich habe eine Idee und so wird die Verheißung erfüllt. Geben wir uns mit weniger zufrieden als mit der wirklichen Verheißung. Und geben wir uns mit diesem rechtlichen Schlupfloch zufrieden, um diesen Sohn zu bekommen. Und Gott sagt Abraham sofort, nein, Abraham, so werde ich es nicht machen. Der Sohn wird von deinem Körper kommen, von Sarahs Körper. Er wird ein Kind sein, das euch beiden geboren wird. Die Bibel sagt, dass Abraham Gott glaubte, als er das sagte. Und das ist einer der Gründe, warum er der Vater unseres Glaubens ist. Er ist der Vater unseres Glaubens, nicht weil er nie Probleme mit dem Glauben hatte. Er ist der Vater unseres Glaubens, weil er Gott durch die Kämpfe hindurch glaubte. Das ist der Grund, warum er der Vater unseres Glaubens ist. Wir alle, mich eingeschlossen, haben uns mit weniger zufrieden gegeben als mit unserem Weg des Glaubens. Und wenn du das getan hast, dann bist du genau wie Abraham. Wir entscheiden uns oft gegen eine Verheißung, besonders wenn wir auf eine Verheißung warten müssen. Ich meine, du weißt vielleicht, dass Gott dich berufen hat, in irgendeiner bedeutenden Weise zu dienen. Aber du gibst dich im Moment damit zufrieden, einfach nur zur Gemeinde zu gehen. Gott, das reicht doch, oder? Wenigstens tue ich das. Und du weißt, du gibst dich mit zu wenig zufrieden. Oder du würdest gerne im Glauben leben, aber du gibst dich damit zufrieden, einfach nur ein netter Mensch zu sein. Und etwas in dir sagt, es gibt mehr im Leben des Glaubens, das Gott für mich hat, als dieses. Ich weiß es einfach. Oder vielleicht hast du dich als Single der Integrität verpflichtet und du willst auf die richtige Person von Gott warten. Und das bedeutet, dass du auf die Ehe warten musst. Du hast gewartet und gewartet und gewartet und dann kommt plötzlich ein Eliezer daher. Und du weißt, dass es nicht die richtige Person für dich ist, nicht für dein ganzes Leben, aber er sieht ganz gut aus. Und er ist auch arbeitsfähig. Ich meine, er ist nicht angestellt, aber er ist zumindest anstellbar. Also vielleicht, Gott, ist das derjenige, den du für mich hast. Aber du weißt, dass du dich mit weniger als Gottes Bestem zufrieden gibst. Wie schaffen wir es, uns nicht mit weniger zufrieden zu geben, sondern Gottes Bestes zu suchen? Abraham ist wieder unser Beispiel. Als er sich mit weniger zufrieden geben wollte, sagte Gott zu ihm, Abraham, komm mit nach draußen. Und in 1. Mose 15, Vers 5 lesen wir, der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel, kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Wenn du weißt, dass du dich mit weniger zufrieden gibst, bei einer Entscheidung in deinem Leben oder der Integrität deines Lebens, dem Glaubensweg deines Lebens, dann lautet Gottes Wort an dich und mich, schau auf die Sterne. Sieh dir an, was ich geschaffen habe, alles, was ich tun kann, anstatt auf all die Umstände, all die Probleme und all die Kämpfe in deinem Leben zu schauen. Ja, die sind real, die sind da. Aber hebe für einen Moment deinen Blick und schau zu den Sternen. Schau auf die Lichtpunkte dessen, was Gott in deinem Leben und im Leben anderer Menschen getan hat. Schau auf die Lichtpunkte des Lebens, auf alle Verheißungen Gottes, die er dir in seinem Wort gegeben hat. Schau auf die Lichtpunkte dessen, was er in deiner Vergangenheit getan hat und was er für deine Zukunft verspricht. Sieh es an, nimm das für ein paar Augenblicke in dich auf. Schau auf die Sterne dessen, was Gott tun will.
Abraham glaubt also Gott. Und dann kann Gott dich zu Orten bringen, wo du noch nie warst. Gott, ich weiß, dass es Probleme gibt. Ich weiß, dass es Kämpfe gibt. Ich weiß, dass ich mich bis jetzt mit weniger zufrieden gegeben habe. Aber jetzt entscheide ich mich, deiner Verheißung zu glauben. Tu das jetzt. Abraham glaubt Gott und er gibt sich nicht mit weniger zufrieden. Du denkst, großartig, er hat die Kämpfe hinter sich. Nein, das hat er nicht. Es erwarten ihn weitere Kämpfe. Und wir sind genau wie Abraham, wenn wir weiterkämpfen, um ein Leben im Glauben zu führen. Eliezer bedeutet, sich mit weniger zu begnügen. Dann kommt Ismael nach Abrahams Plan, der denkt, er müsse sich selbst darum kümmern. Ich nehme es selbst in die Hand. Sarah hatte eine Magd namens Hagar. Und Sarah sagte zu Abraham, okay, hier ist der Plan. Du schläfst mit Hagar, wenn sie ein Kind bekommt, wird dieses Kind unser Kind sein, weil sie ja unsere Dienerin ist. Das war in der damaligen Kultur legal und auch durchaus üblich. Aber denkt irgendjemand, dass das eine gute Idee war? Das war von Anfang an eine schreckliche Idee. Aber Abraham und Sarah wollten es versuchen. Sie wollten es erzwingen. Sie wollten es selbst schaffen. Also sagte Abraham, ja, und ein Kind wurde geboren, nämlich Ismael. So sehr Gott dieses Kind auch liebte, es gab seither nur Probleme. Zuerst in der eigenen Familie. Sarah und Hagar wurden deswegen erbitterte Feinde, wie zu erwarten war. Und das Problem dauert bis heute an. Ismael ist der Urvater der Araber. Isaak ist der Urvater der Juden. Will ich damit sagen, dass Abrahams Fehler heute noch Konsequenzen hat? Absolut. Er lebte an einem Wendepunkt der Geschichte, an dem Abrahams Entscheidungen Auswirkungen für Tausende von Jahren haben würden, im Guten wie im Schlechten. Er machte also diesen Fehler, den wir heute noch erleben. Aber denk daran, Abraham wird immer noch der Urvater unseres Glaubens genannt. Auch du wirst Fehler machen, wenn du versuchst, ein Leben im Glauben zu leben. Wahrscheinlich nicht so schwerwiegende wie Abraham, keine so lang andauernden, das sicher nicht. Aber du wirst Fehler machen, auch echte Klopper. Das bedeutet aber nicht, dass du nicht weiter im Glauben leben kannst. Einer der größtmöglichen Fehler ist genau dieser, es selbst zu probieren. Durch all die Kämpfe ist Gott immer noch bei uns und er führt uns wieder zurück an den Ort des Glaubens. Wir versuchen also, uns mit weniger zu begnügen und wir versuchen, es selbst in die Hand zu nehmen. Gott arbeitet weiter mit uns, er erinnert uns an seine Verheißungen und eines Tages, nach Gottes perfektem Zeitplan, kommt Isaak. Gottes Verheißung erfüllt sich. Und dieser Sohn, Isaak, ist ein Beispiel für alle, die sich entscheiden, Gott zu vertrauen. Als Isaak geboren wurde, war es ganz klar, dass es Gottes Werk war. Es sieht nicht so aus, als hätte Abrahams und Sarahs Plan funktioniert. Wir sehen uns das an und denken, wow, das konnte nur Gott tun. Der Name Isaak bedeutet Lachen. Denn als Sarah hörte, dass sie mit 90 ein Kind bekommen sollte, lachte sie nur. Sie ist 90, Abraham ist 100. Da hättest du auch gelacht. Wie viele alte Paare gehen spätabends noch Windeln kaufen? So wie diese beiden vielleicht. Aber da mussten sie durch. Aber Gott brachte Isaak zur rechten Zeit in ihr Leben. Auf eine Art und Weise, die klar machte, dass er, nur er es tun konnte. Ich entscheide mich, Gott zu vertrauen. Und Gott erfüllt seine Verheißungen. Jedes Mal, wenn Abraham und Sarah Isaak beim Herumrennen beobachteten und sahen, wie er heranwuchs, erinnerte sie dieser kleine Junge an Gottes Verheißung und an die Treue Gottes, an die Tatsache, dass Gott nach 25 Jahren eingriff, obwohl sie schon aufgegeben hatten. Ich habe eine Frage für dich. Gibt es viele kleine Isaaks in deinem Leben? Orte, an denen Gott gewirkt hat, Verheißungen, die Gott erfüllt hat, wo du sehen kannst, wie treu Gott ist. Lebendige Erinnerungen, die dich an Gottes Gnade und Treue erinnern. Hör nicht auf, diese kleinen Isaaks zu betrachten. Sie sind der Schlüssel zu einem Leben im Glauben. Und ich möchte, dass ihr wisst, Saddleback Church, dass ihr für mich so ein kleiner Isaak seid. Ich habe über all die Jahre beobachtet, wie euer Glaube an Gott gewachsen ist. Ich habe gesehen, dass ihr auch dann kommt, wenn sonst keiner kommt. Im Regen, im Zelt.
Ich habe gesehen, wie ihr eurer Nachbarschaft dient, wenn es einfacher gewesen wäre, euch nur um euch selbst zu kümmern. Ihr seid zweifelsohne so ein kleiner Isaak für mich. Ich kann diese Gemeinde ansehen und sagen, seht, was Gott tun kann. Ich entscheide mich, Gott zu vertrauen. Das ist ein Beispiel für Isaak. Wenn du glaubst, dass wir jetzt am Ende der Geschichte sind, dass wir losgehen im Glauben bleiben und im Glauben Erfolg haben, Ende des Films, jetzt kommt nur noch der Abspann, dann gibt es da noch einen Schritt. Viertens, durch Glauben opferst du. Schau mal, Gott gibt uns Erfolg und dann kommt ein Opfer. Der ultimative Glaubensschritt ist nicht der Erfolg, sondern das Opfer, das darauf folgt. Gott bittet Abraham, Isaak zu opfern, die große Verheißung, die auf seinem Leben liegt. Gott wusste, dass er Abraham niemals befehlen würde, Isaak zu töten. Und wir wissen das auch jetzt, nachdem wir das Neue Testament gelesen haben. Abraham kannte das Neue Testament noch nicht, deshalb wusste er es nicht. Abraham hatte keine Ahnung, was da geschah, aber er war im Begriff, Gott kennenzulernen und zu erfahren, was für einem Gott er diente. Die Bibel sagt, Gott prüfte ihn. In Hebräer 11, Verse 17 bis 19 heißt es, durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern. Obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Gott sagte also, diesen Erfolg, auf den du 25 Jahre gewartet hast und den Gott dir schließlich geschenkt hat, den sollst du opfern. Wir denken oft, wenn wir etwas erreicht haben, dass wir uns darauf ausruhen und uns daran erfreuen können. Hör mal, Gott hat dich nicht auf diese Erde gestellt, um eine schöne Zeit zu haben. Wenn wir in den Himmel kommen, dann können wir uns in Ewigkeit an seiner Herrlichkeit erfreuen. Aber auf dieser Erde erschuf er dich, um zu lieben, zu dienen und einen Unterschied zu machen. Zuerst kommt der Erfolg und dann das Opfer. Du hast erfolgreich die Schule oder eine Ausbildung abgeschlossen, vielleicht eine Promotion, nicht damit du dein Zeugnis an die Wand hängen und dich darin sonnen kannst, sondern damit du das, was du gelernt hast, zum Nutzen anderer einsetzt, Menschen dadurch liebst. Oder Gott hat dich materiell gesegnet. Warum? Damit du dich schlauer fühlst als andere? Nein, damit du anderen Menschen helfen kannst. Gott segnet dich, während du deine Kinder erziehst, damit du eines Tages das Opfer bringst, sie gehen zu lassen, wenn sie losziehen, um ihre eigenen Herausforderungen im Glauben zu bestehen, mit all den Erfolgen und Fehlschlägen, die ihnen begegnen. Worüber sprechen wir hier? Darüber, dass die Opfer, die dem Erfolg nachfolgen, viel Glauben erfordern, weil sie uns sinnlos erscheinen. Es erschien Abraham sinnlos, er war verwirrt. Warum sollte Gott 25 Jahre warten, um seine Verheißung zu erfüllen, nur um sie ihm wieder wegzunehmen? Also dachte er, Gott würde Isaak von den Toten auferwecken. Das war der einzige Weg, einen Sinn in dem Geschehen zu finden. Wenn Gott dich bittet, etwas zu opfern, dann sollst du wissen, dass er dir den Erfolg nicht nehmen will, sondern er will, dass dein Erfolg zum Segen für andere wird. Er möchte deinen Erfolg in etwas verwandeln, das dir größere Belohnung bringt, als du dir vorstellen kannst. Er möchte, dass dein Erfolg ewig bestehen bleibt. Dein Erfolg soll deine Zeit auf Erden überdauern. Gott möchte ihn zu etwas machen, das ewig besteht. In deinem Charakter, in Menschen, die zu Christus gebracht wurden, in veränderten Leben, im Lobpreis, der Gott dargebracht wird. Der Glaube, über den wir hier sprechen, der Glaube, ein Opfer zu bringen, folgt nur dem Vorbild Jesu. Die Bibel sagt in Römer 3, Vers 25, ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Genau hier beginnt für uns alle die Glaubensreise. Ich möchte dich fragen, wenn du diese Verse siehst, dass Jesus sein Blut geopfert hat, damit du durch den Glauben zu Gott kommen kannst, glaubst du, dass Jesus sich geopfert hat, um den Preis für deine Sünden zu bezahlen? Um die Barriere zwischen dir und Gott einzureißen? Die Sünden, die sich zwischen dich und Gott stellen, hat er aus dem Weg geräumt, indem er sie vergeben hat. Und das hat er getan, indem er den Preis dafür am Kreuz bezahlt hat. Wenn du eine Beziehung zu Gott eingehen möchtest, indem du dieses Geschenk der Vergebung durch Jesus Christus annimmst, dann gebe ich dir gleich die Gelegenheit, ein einfaches Gebet zu sprechen, um diesen Wunsch auszudrücken.
Aber hinter dem Opfer stellt sich die Frage, wie wir das Vorbild Jesu, dieses Opfer in unser alltägliches Leben übertragen. Jesu Opfer bedeutete, am Kreuz zu sterben. Ist es das, was Gott von uns will? Müssen wir am Kreuz sterben? Römer 12 sagt uns, wir sollen lebendige Opfer sein. Hier in Epheser 5, Vers 2 steht, was das bedeutet. Wir folgen Christi Beispiel, indem wir die Menschen um uns herum lieben und ihnen dienen. Epheser 5, Vers 2. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat. Denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Jesus opferte sich selbst am Kreuz, weil er dich liebte, weil er dir dienen wollte und weil er deiner größten Not begegnen wollte. Wenn du die Menschen um dich herum liebst, wenn du den Menschen in ihrer Not dienst, dann folgst du Jesu Beispiel. Ich möchte uns allen die Gelegenheit geben, beim Abschlussgebet Gott zu sagen, dass wir bereit sind, ein Glaubensopfer zu geben, das Opfer zu dienen und zu lieben. Nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit, um miteinander zu beten. Du kannst die Augen schließen, den Kopf neigen und dich auf Gott konzentrieren, wo immer du auch bist, ob du auf einem Campus oder am Bildschirm bist. Zuerst möchte ich dich ermutigen, sein Opfer für dich anzunehmen. Sag einfach, Vater, heute trete ich in den Glauben und nehme das Geschenk deiner Vergebung an. Danke, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist, um den Preis meiner Schuld zu bezahlen, den Preis für die Sünden, die zwischen dir und mir standen. Und Jesus, ich bitte dich, mich zu lehren, was es heißt, dir zu folgen. Und dann möchte ich uns alle ermutigen, uns einen Moment zu nehmen, um Gott unseren Wunsch auszudrücken, den Wunsch, im Glauben zu leben. Sag Gott, Gott, ich will im Glauben losgehen. Wenn ich gerade an einen nächsten Schritt denke, dann entscheide ich mich jetzt nicht im Blick auf die ganze Reise, nicht im Blick auf mich selbst, sondern im Blick auf den nächsten Schritt, im Blick auf dich, Gott, entscheide ich mich, diesen Schritt zu gehen. Gott, ich möchte im Glauben leben. Es war schwer in letzter Zeit. Es fühlte sich nach langweiliger Routine an. Aber Gott, ich möchte auch in der Routine Glauben haben. Was auch immer mir im Leben begegnet, möchte ich im Glauben leben, im Vertrauen auf dich. Ich möchte im Glauben bleiben. Gott, ich möchte erfolgreich glauben. Ich werde deine Verheißungen in meinem Leben erfahren. Ich werde dich preisen, wenn das geschieht. Und dann möchte ich ein lebendiges Opfer sein, im Glauben opfern, indem ich die Menschen um mich herum liebe und ihnen diene mit dem, was du in meinem Leben getan hast, womit du mich gesegnet hast. Gott, ich möchte ein Leben im Glauben leben und ich gebe mich dir jetzt wieder ganz neu hin. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen. Was für eine kraftvolle Predigt von Pastor Tom. Ich weiß, dass einige von euch genau das gebraucht haben. Uns erreichen viele Gebetsanliegen, die von Krankheit handeln, von Verwandten oder Familienmitgliedern, die schwer krank sind, wo man Kraft braucht, wo man auch Zuversicht braucht. Uns erreichen Gebetsanliegen, wo es darum geht, dass man nicht weiß, welchen Schritt man nun in der Karriere machen soll, wo man nach einem neuen Job Ausschau hält. Oder wo es einfach extrem stressig ist zu Hause mit Familie, Kinder, Job und so weiter. Also ich hoffe, dass diese Predigt euch heute wirklich ermutigt hat. Eine Ermutigung, die ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist, dass ihr versucht, regelmäßig eine stille Zeit mit Gott zu haben. Jeden Tag euch ein paar Minuten zu nehmen und zu sagen, Gott, diese Zeit ist wirklich für dich bestimmt. Ich weiß, dass in unserer stressigen Zeit und mit all den Dingen, die passieren, gerade wenn man eine Familie zu Hause hat, es unglaublich schwierig ist, sich diese Zeit auch zu nehmen. Wenn ihr damit also Probleme habt, sagt uns gerne Bescheid und wir schicken euch ein paar Materialien zu, beispielsweise Gebetstagebücher oder Andachtsbücher oder auch Online-Retreats, die euch dabei helfen, in eurer stillen Zeit auch zu wachsen und in eurem Glauben an Gott zu wachsen. Also, sagt uns gerne Bescheid über die Online-Kontaktkarte, die könnt ihr ganz einfach ausfüllen und unter Kommentare schreibt ihr einfach nur stille Zeit und dann lasse ich euch ein paar Materialien zukommen. Eine weitere Sache, die wir als Christen
vielleicht nicht ganz so oft tun, wie wir es sollten, ist es, unser Leben an Jesus zu übergeben. Nun, es wird einige Christen geben, die sagen, was, ich mache das doch nur einmal, ich habe das doch schon gemacht. Aber das ist wirklich etwas, eine Gewohnheit, die wir jeden Tag machen können. Jeden Tag können wir sagen, Jesus, ich bin dein. Jesus, benutze mich heute für deine Zwecke. Und ein ganz einfacher Weg, das zu tun, ist es einfach, Gott zwei Dinge zu sagen. Nämlich, Gott, hier bin ich. Dieses hier bin ich stellt erstmal eine Verbindung her und sagt, hier Gott, schau auf mich, ich habe dir was zu sagen. Und das zweite ist, ich bin dein. Und ich bin dein heißt, ich erkenne an, dass du die Autorität in meinem Leben bist, dass es dein Plan ist, der verwirklicht werden soll und dass es deine Ziele sind, die ich verwirklichen möchte. Ich bin dein, benutze mich. Und dazu möchte ich euch jetzt einladen bei dem letzten Song, den wir singen werden. Das wird ziemlich emotional werden und das kann sein, dass du am Ende des Gottesdienstes denkst, ich möchte gerne mit jemandem reden, ich habe Gebetsanliegen, die ich teilen möchte, dann füll sehr, sehr gerne eine Kontaktkarte aus und lass es uns wissen, wie wir für dich beten können, wie wir dir helfen können. Vielleicht hast du Interesse an einem Gespräch über Jesus und was es bedeutet, in der Nachfolge von Jesus zu leben. Dann füll die Kontaktkarte gerne aus und ich werde mich so schnell wie möglich mit dir in Verbindung setzen. Und jetzt lasst uns weiter Lobpreis feiern. Trust him in his presence I'll daily live. I surrender, oh Lord, I surrender, oh, oh yeah. To thee, my blessed Savior, I surrender all. I surrender all, oh Lord, yes, yes. I surrender. I can hear the thunder, even in your whisper. Lost in the abundance of your gentle presence. Silence the distraction of my constant action. You're working in the stillness, changing me in reverence. So here I am in the struggle. Hear my prayer, pure and simple. Take my broken soul. Pursuit of finding
Your voice is shaking the ground.
Close, you have always been so close to me. Hope in the middle of my suffering. You've cried the tears I've cried. You felt all my pain. This fight I've put up doesn't scare you away. Close. You have always been so close to me. Your presence is my heaven on earth, heaven on earth. Your glory is my heaven on earth, heaven on earth. You're my guarantee on this side of things, in the in-between, better or worse. Your presence is my that's beyond my present circumstance. I believe that you'll turn my morning into dance. Your hands are strong enough to carry this way. Your heart is big.